in Fulberg stellte Fiat auf dem Genfer Autosalon den ersten Pickup der Marke vor. Wir wollen heute ausprobieren, wie viel Freizeit- und Offroad-Qualitäten in diesem Nutzfahrzeug stecken. Der Name Fullback bezieht sich auf die Spielposition im American Football oder Rugby. Hier ist der Fullback ein Spieler, der besonders vielseitig, robust und wendig ist. Und genau so soll auch dieser Pickup sein. Für den deutschen Markt wird der Fullback als Viersitzer mit der verlängerten Einzelkabine Extended Cab und als Fünfsitzer mit der Doppelkabine Double Cab angeboten. Der Pickup ist rund 5,20 Meter lang und 1,80 Meter breit und lässt sich dank seines relativ kleinen Wendekreises von 11,80 Meter recht gut manövrieren. Mit seiner bis zu 1,85 Meter langen Ladefläche und knapp einer Tonne Nutzlast bietet der Fullback reichlich Transportpotenzial. Wem das, ganz egal ob für Freizeit oder Beruf, nicht reicht, den sollten die bis zu 3,1 Tonnen Anhängerlast überzeugen. Angetrieben wird der Fullback von einem 2,4 Liter Turbodiesel mit wahlweise 154 bzw. 180 PS. Dieser liefert dann 380 bzw. 430 Newtonmeter Drehmoment. Geschaltet wird entweder manuell mit 6 Gängen oder aber über ein 5-stufiges Automatikgetriebe. Für den kleineren der beiden Motoren gibt es wahlweise Heck- oder Allradantrieb. Bei dem größeren Motor ist der Allrad-Serie. Selbstverständlich kann man sehen, dass der Fullback eigentlich ein Nutzfahrzeug ist. Dennoch bietet er ausreichend Komfort und Ausstattung, um auch als Begleiter für Freizeit und Alltag seine Vorteile voll auszuspielen. Der Fullback bringt alles mit, um nicht nur auf Kies und Schotter, sondern auch in echtem Gelände erfolgreich unterwegs zu sein. Gott sei Dank ist Fiat Sponsor der Motocross WM. Und deswegen gehen wir jetzt mit unserem Fullback auf eine ganz spezielle Teststrecke. Willkommen in Teutschenthal. Wir sind heute hier zu einem Lauf der Motocross-Weltmeisterschaft und mit dabei ist auch der Fiat Fullback, Fiats allererster Pickup. Auch wenn uns dieser Spezial-Fullback sehr gut gefällt, nutzen wir dennoch für unseren Ausritt ins Gelände die Straßenversion. Wäre ja sonst auch irgendwie geschummelt. Für alle, die gerne mal abseits der Straße unterwegs sind, zeigt uns der Fullback hier, dass er mit seinen 30 Grad Böschungswinkel vorne und 22 Grad hinten echte Offroad-Qualitäten hat. Sein Allradantrieb bietet sowohl eine Geländeuntersetzung wie auch eine Differentialsperre. Und so bedeutet das Ende des Weges mit ihm noch längst nicht immer auch das Ende der Reise. Jetzt sind wir mit dem Fiat Fullback tatsächlich die Strecke der Motocross-Weltmeister gefahren. Und damit hat er eindeutig bewiesen, er kann mehr als nur Handwerker glücklich machen.